Hey, liebe Leute, ganz viele von euch wollten mehr davon sehen, wie ich ein paar unschuldige Teenies schlachte, was zugegebenermaßen doch ziemlich bedenklich ist. Aber ich habe selber Bock drauf und ganz genau deswegen serviert uns unser lieber Magic Mike hier heute einmal das Abendessen bei einer ganz lockeren Runde Dead by Daylight. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier jetzt diesen Effekt einfügen. Und während wir dann also hübsch im Wartezimmer Platz genommen haben und auf unsere lieben Gäste warten, kann ich euch doch mal gut und gerne unsere Ausstattung zeigen. Nein, nicht was ihr vielleicht denkt, liebe Leute. Ihr wisst doch, was los ist. Perks, und zwar haben wir diesen hier, den habe ich auf Level 2 gebracht. Da ist unser Cooldown, wenn wir schlagen, sozusagen verringert. Das heißt, wir können schneller hintereinander schlagen, solange unsere Besessenheit lebt. Dieser hier, den habe ich auch auf Level 2. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon hatte. Da kriegen wir jedes Mal, wenn wir unsere Besessenheit entkommen lassen, sozusagen bis zu 3-mal einen Geschwindigkeitsbonus. Das heißt, das kann man ein bisschen strategisch einsetzen. Brutale Stärke, damit können wir prinzipiell schneller durch Paletten brechen, weil wir mega geil sind. Addons, simpel und sinnlos, das hier erhöht unsere Bewegungsgeschwindigkeit beim Stalken. Das heißt, wenn ich versuche, auf ihre Privatsphäre zu blicken, dann können wir das aus diversen Richtungen schneller tun. Dieses hier erhöht leicht die Wirkung von Diabolik 1, also von unserer speziellen Fähigkeit. Ich weiß nicht genau, was Wirkung bedeuten soll. Sie könnten da vielleicht noch mal ein paar Infos mehr geben. Aber, naja, wir benutzen das halt, weil wir 1000 Stück davon haben. Opfergabe, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir auf eine Macmillan-Karte kommen. Das erhöht hier drastisch unsere Chancen. Das sind ziemlich dunkle Karten, das heißt, da haben wir ja eine bessere Chance, nicht gesehen zu werden und unsere Fähigkeiten aufzuladen. Ich hoffe, das klappt auch. Ich bin nebenbei bemerkt in letzter Zeit mit ziemlich, ja, guten Survivern aneinander geraten. Also ich meine, ich bin jetzt Rang 4, wie man hier oben sieht. Das heißt, ich kriege auch stärkere Gegner. Und ja, ich denke mal, der Nettigkeitssurf ist vorbei. Oh, Survivorline. Sie sind nicht nur ein Gerücht. Es gibt sie tatsächlich. Gucke an, hat auch nur 10 Minuten gedauert. Hi, ja, kommt alle. Bei mir gibt's gratis Popcorn und Süßigkeiten und offene Kehlen und weiß der Teufel nicht alles. Habt ihr noch 2 Freunde mitgebracht? Dann kann's dann auch fast losgehen. So, und jetzt klicken wir dann alle mal hübsch auf Bereit und starten das Videospiel. Auf Bereit. Klicken auf Bereit. Starten das Videospiel. Spielen mein Spiel. Spielen das, indem wir auf Bereit klicken. Innerhalb der nächsten paar Sekunden, weil ich gerade ein Video aufnehme und die Leute... Aha, einer hat's begriffen. Für den anderen nochmal. Klicken, den Mauszeiger, auf Bereit. Weil wir schon mit voller Ausstattung in diese Lobby kommen. Um vielleicht die Zeit von den anderen Leuten doch nicht ganz so zu verschwenden, oder? Ich meine, Jacke hast du an. Ich weiß gar nicht, wer von denen... Okay, die haben nicht alle Jacken an. Ja, das könnte kalt werden. Überlegst dir vielleicht nochmal. Du bist ein Arsch, ganz ehrlich. Wer auch immer da gerade nicht raufgeklickt hat. Bitte, bitte. Oh, dafür wirst du sowas von baumeln, das sage ich dir. Okay, dann kann's losgehen. Okay, das ist nur eine Punkteopfergabe von den Survivern und da ist mein komischer Knochen, den ich verbrannt habe. Ja. Und unsere Opfergabe war nicht sinnlos. Wir sind Eisenhütte der Qual. Das ist eine Macmillan-Karte. Man sieht schon, die ist ziemlich blaulastig, formuliere ich es mal. Also, liebe Leute, dann suchen wir uns mal ein paar Hintern. Oder was? Wobei, diese Karte ist eigentlich ziemlich offen hier so außen. Was macht ihr da? Ihr macht schon wieder alles kaputt. Das muss ich denn wieder reparieren. Was denken ihr euch eigentlich? Habt ihr gerade tatsächlich diesen... Oh, ah, ach so. Ja, du durchsuchst eine Kiste. Ich höre das ganz und gar nicht. Ich höre gar nichts, was damit zu tun hat. Ich bin absolut und total taub. Hi, schöner Hintern. Na, hast du mich gesehen? Ja, ist jetzt ein bisschen scheiße natürlich, ne? Oh, du hast aber Glück gehabt, mein liebes Fräulein. Ja, ich habe nämlich auf Level 1 meiner Stärke hier noch einen ziemlich geringen Lunge. Das heißt, sie könnten noch schneller entkommen. Aber ich krieg dich schon noch, Süße. Hi. Ja, am besten du bleibst da stehen und lässt mich aufladen. Dann bin ich nämlich ein bisschen schneller. Das ist zwar relativ übel für dich, aber... Just saying. Vielleicht sind wir auch einfach super krass blind. Und suchen uns deshalb ein neues Opfer. Kann auch sein. Nevermind. Hi, hier ist keiner. Hier vielleicht?
Auch nicht? Wo seid ihr denn, ihr kleinen Schätzchen? Kommt. Ich habe Süßigkeiten für euch. Ganz viele leckere Süßigkeiten. Ein kleines Schokohäschen hat noch niemandem geschadet. Seriously, wo sind die? Wo seid ihr alle? Ihr seid ja alle in meinem Haus. Raus! Ich hab noch nicht geputzt. Oh, hi. Na, meine Kleine? Bemerkst du mich oder heute nicht mehr? Doch, sie bemerkt mich heute noch. Oh, Gott sei Dank. Ja, es ist leider zu spät, meine Süße. Es ist leider zu spät. Wo bist du? Ach, verdammte Axt, nicht dieses Fenster. Nicht dieses Fenster. Nicht dieses fucking Fenster. Hör auf, ich kann dich da nicht kriegen. Ja, schon klar. Hüpf wieder rein, genau, weil du sonst anders dich entkommen kannst, außer dieses Fenster zu nutzen. Ist schon recht. Oh, wir gehen einen anderen Weg. Ach Mensch, gucke an. Das ist ja auch wirklich interessant. Hey, ich habe noch keinen einzigen geschlagen. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Obwohl, die scheinen nicht besonders fleißig zu sein hier an den Generatoren. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Ja, geh mal wieder durch das Fenster, genau. Wenn die Survivor wissen, wo sie hingehen sollen, dann kann ich sie nämlich ziemlich schlecht kriegen. Das war gerade ein Grafikglitch. Ja, geh mal. Verdammte Axt! Okay, ich suche mir einen anderen. Dann kommt sie schon. Die kriege ich schon noch. Sonst verschwende ich ja meine Zeit. Während die Generatoren in aller Seelenruhe machen, das will ich eigentlich nicht. Huhu. Weiß, dass ihr hier seid. Muss euch einfach nur finden. Meine Fähigkeit hilft mir. Oh, hier. Hier, irgendwo. Hier irgendwo. Oder nicht? Mist, wo? Ich habe gerade ein paar Punkte gekriegt für Stalken. Das heißt, da war irgendwer. Da! Ich sehe euch nicht. Wo? Irgendwo hier seid ihr. Ich weiß es. Da! Oder vielleicht habe ich gerade einen Grasbüschel gesehen. Okay, never mind. Never ever mind. Hi. Nehme ich halt dich. Oh, das ist meine Besessenheit. Nice. Also. Da denkt man ja gleich, man hat irgendwas falsch gemacht hier, oder? Kannst du nochmal so für mich schreien, Baby? Komm, schrei für mich. Oder ich schreie für dich. Alles klar. Dann geht's jetzt auf die Jagd, meine Süße. Ja, geh mal in den Schrank, das habe ich nicht gesehen. Überhaupt gar nicht habe ich das gesehen. Es gibt... Oh. Wehe, du beißt mich. Es gibt so Sachen wie Fenster, musst du wissen. Oh, ja, eine recht burschikose Stimme. Gib mir die ganze Männlichkeit, die du in dir trägst. Gib mir das Testosteron, junge Dame. Gib es mir. Oh, ich hätte mir noch ein bisschen Geschwindigkeit von dir abholen sollen. Oh, fucking hell. What the fuck? Sie ist einfach mal durch mich durchgerannt. Das gibt's aber nicht. Jetzt rettet sie die vom Haken. Retten? Rettest du sie? Ja, geh mal dahin. Oder auch nicht. Oder du rennst weg, weil es ist scheiße Timing, ne? Boah, das hat aber gematscht. Claudette. Können wir das nochmal haben, bitte? Übrigens, wenn du hier hinrennst zu deiner Freundin, dann tötest du die. Just saying. Ja, geh mal wieder zu deinem Sicherheitsfenster. Genau. Du hast es richtig drauf. Okay. Da. Die andere. Ey, wir haben zwei Claudettes. Bist du auch so kacke und rennst da durch das Fenster? Nein, bist du nicht. Nein. Du kommst zu Papa, ne? Du kommst schön zu Papa. Oh, hallo, Jackpot. Na, meine kleinen Hübschen. What? Da. Ich hab sie gesehen. Oh, sie ist tot. Sie haben sie echt sterben lassen da am Haken. Wow, ihr seid richtig gute Teammates. Ich möchte auf jeden Fall mit euch in der Lobby sein, als Survivor. Also, so wirklich, also, da spielt man gerne mit, oder?
Okay, sie haben noch zwei Generatoren. Ich habe nur einen getötet. Ich habe doch gar nicht so viel gerissen hier in dem Match. So kann es nämlich auch ausgehen. Ich glaube, ich habe was gesehen. Doch nicht? Meine Augen trügen mich. Vielleicht ist die Karte doch nicht so von Vorteil. Sie sehen mich weniger, ich sehe sie allerdings auch weniger. Ja, geh mal zu deinem Fenster. Ist schon okay. Kann ich mir da ein paar Punkte abholen? Nee, ja, genau, das ist die ich da totgestalkt habe. Die ist hier lang gerannt. Richtig schon noch. Ich weiß, du bist schwarz und so weiter und also faktisch eigentlich unsichtbar. Und das ist voll rassistisch. Nein, das ist wie Optik funktioniert. Ich nehme auch immer die schwarze, weil die sieht man nicht. Die sieht man einfach nicht. Das ist fucking true, Mann. Das ist eigentlich sollten alle Survivor schwarz sein. Oh, komm her, meine Süße. Christenkuss. Dürfen wir das Vergnügen nochmal haben, bitte? Ja, genau. Heil dich am besten dort. Jetzt rennt sie wieder durch das Fenster, weil sie weiß, dass ich sie da nicht kriegen kann. Nein! Verdammte Axt! Ey, ich hätte sie fast bekommen. Okay, ich jag die jetzt so lange, bis ich sie krieg. Weil die nervt mich. Die nervt mich mega. Oh. Ach so, ja? Ach so. Oder auch nicht. Oder ich krieg sie später. Oder ich krieg erstmal einen ihrer kleinen Freunde. Dort? Nein, der ist nicht an. Vielleicht dieser da? Okay, der ist an. Oh, hi. Ja, ich sehe euch nicht. Ich kann euch nicht sorgen. Es macht doch richtig. Feed me. Feed me. Feed me. Feed me. Ich habe gekocht. Und dich gibt's zu essen. Moment mal. Okay. Nevermind. Den habe ich versaut. Gibt's irgendwo einen Haken, von dem ich wissen soll? Ja, gibt's. Da hinten. Ein bisschen weit weg. Ey, das schaffe ich nicht. Ich hab keinen eisernen Griff. Wollt ihr die auch sterben lassen? Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Moment, ich gehe jetzt weg. Gleich kommt eine angerannt. Gleich, an, also prinzipiell sofort. Oh, sie versucht sich... Oh! Die 5%! Sie hat die 5% geschafft, sich vom Haken zu retten. Ich respektiere das. Okay, ich respektiere das. Ich werde sie vielleicht nochmal klatschen, aber... Okay. Du kommst nicht nochmal an Haken. Ist schon in Ordnung. Wollt ihr eine Tür aufmachen? Oder wo ist denn die andere fucking Tür? Ich sehe die nicht. Normalerweise wird die mir angezeigt. Ich sollte eigentlich genug Punkte haben, um so einen kleinen Kristall zu kriegen. Warte. Ach ja, da seid ihr. Ja, schon klar. Free hits for me? Bitte? Darf ich euch nochmal? Ja, give me the points. Give me the points, baby. Darf ich dich nochmal schlagen? Ich meine, du entkommst dort eh. Ah, okay, alles klar. Gut, dankeschön. Danke für die Punkte. Schon okay. Oh, alle sind raus. Na gut, macht's gut. Wie, ihr kommt nochmal in meinen Vorgarten. Kleiner Triumph, auch immerhin. Nee, ja, wie gesagt, man muss gar nicht alle töten. Ich habe genug Punkte. Oh, aber knapp. So viele Punkte habe ich gar nicht gebracht. Okay, nice. Die waren gut im Verstecken und das ist genau das, was man gegen diesen Killer machen muss. Man muss sich einfach verstecken. Ich war ziemlich blind, muss ich sagen, komischerweise. Ich habe sie da nicht mehr gesehen. Ich hatte zwei gesehen an dieser einen Stelle, an diesem Stein und dann, ey, Rang 20, Leute. Oh, das ist ein Bug. Dieses Ding buggt auch manchmal rum. Okay. Nice, der hat hier keinen Pip bekommen, obwohl er entkommen ist. Das musst du auch erstmal schaffen, der Dritte. Haben die gut gemacht. Die haben auch gar nicht so viele Punkte, aber ist okay. Die White Eyes, ja, war es wahrscheinlich, die mich da mit diesem Fenster abuse. Aber ist mir egal. Ich habe einen Kristall, ich habe genug Punkte. Okay, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir können das gerne immer weitermachen.
wenn ihr Bock drauf habt. Ich freue mich, ich spiele das Spiel sowieso. Und ja, lasst es mich gerne mal wissen, auch mit eurem Daumen nach oben und in den Kommentaren. Vielleicht kann auch gerne was Survivor spielen, ich kann auch gerne mal die anderen Killer durchspielen. Und ich würde sagen, vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, macht mal nächstes Mal eine längere Runde, dass wir vielleicht alle vier Killer mal in einer Folge irgendwie durchspielen und dann so eine Stunde Folge machen oder so. Bin ich auf jeden Fall dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dann, haut rein und ciao.